Na gut, es ist soweit. Lass uns doch mal auf die Direct reacten. Das war ein seltsamer Anfang, aber nice. Das Splatfilz sieht so nice aus. Oh mein Gott, Pi. Was? Seit wann das denn? Was? Das wusste ich ja noch gar nicht. Das Turbo World Build sieht so nice aus. Oh, neue Maps. Wow. Die Grafik sieht echt nice aus hier. Wow. Stages, let's go, baby. Splatlands, cool. Irgendwie eine Wüste vom Trailer, okay. Ethan, okay, kann ich nicht aussprechen. Warum sind das so komplizierte Namen? Oh, das sieht so tropisch aus. Yo, oh mein Gott, das sieht so schön aus. Wow. Yo, das Museum ist wieder dabei. Yeah. Wow. Oh mein Gott, ein Pool. Pool, yeah, Pool. Und Pal. Yeah. Ah, anscheinend kommen noch neue Stages dazu. Waffen. Bitte coole Waffen. Wow, alle alten Waffen sind dabei. Also kann ich auch wieder meinen Dispresser spielen. Ja, vielleicht sollte ich auch mal was Neues ausprobieren. Oder Bogen. Was ist das? Splatana? Oh, er hält es wie ein Schwert. Ein Katana als Splatoon-Waffe? Oh, warte, heißt das, ich kann jetzt ein Schwertkämpfer werden wie Kirito? Okay, das ist nice. Das ist sick. Special Weapons? Was ist das? Oh wow, man kann Mountain Death bekommen. Das sollte ein Drinking Sound sein, ja. Eine Wellenwaffe? Was ist... Okay, wir werden sie ja aufspringen müssen. Ich werde so ausrasten, ich werde so ragen. Das wird ein Spaß. Eine Haifischwaffe. Yo! Okay, eine sehr coole Waffe, by the way. Ah, Tenta Missiles. Inkjet. Ingst, oh, die Regenwolke, yeah, wir alle lieben sie. Warum hat das Splatana nur diesen Ultra-Stramp? Ich meine, den kann man schon leicht outplayen. Naja, ich will die Waffe trotzdem benutzen. Oh, hier kann man die Waffen also kaufen. Hm. Oh nein. Warum ist er überall? Okay, aber um ehrlich zu sein, sieht der Shop auch recht nice aus. Okay, man braucht jetzt anscheinend Marken, um das zu bekommen. Oh, Kleidung. Hm, was gibt's denn hier Neues? Wow, das Ranzuman-Charakter ist übelst nice hier. Jellyfu. Wir können von GigaChat höchstpersönlich bedient werden. Warte, es waren nur 5 Jahre, wie konnte er so groß sein? Wow, du bist ja groß geworden. Die Lobby! Okay, das wird interessant. Ich habe da auch mal ein recht cooles Fanmade-Bild von Puffy, glaube ich, hieß er, gesehen. Mal gucken, das könnte vielleicht recht nice werden. Mal sehen, wie sieht das denn aus? Oh mein Gott, steht man da geil. Yo, das ist ja übelst nice. Okay, den Modus kennen wir ja schon. Das kennen wir auch. Auch. Nicht Muschelchaos, bitte nicht. Es gibt keinen neuen Modi? Kein neuen Modi? Nein? Okay, naja. Yo, Rangkampf gibt's jetzt mit Freunden. Yo, man kann in der Lobby üben. Wow, man kann sogar Freunde einladen. Replays? Yo. Okay, das ist nice. Wow, du kannst es sogar teilen. Okay. Ach, man kann sogar einen eigenen Spind jetzt haben. Okay, das ist nice. Warum sieht die Auflösung aber so weird aus? Ich hoffe, das ist im originalen Game dann anders. Okay, hier sieht es jetzt normaler aus. Ich will den roten. Hier kann man anscheinend die Items kaufen. Hey, dich kenne ich doch irgendwo her. Ah, du warst ja von seinem Band da. Aha. Hier kann man also Items für den Spind kaufen. Oh, man kann sogar ein neues customizen. Sogar Banner, yo, wie nice. Oh, Emotes gibt's sogar? Yo. Was zum F***? 1v1, oder? Was? Ist das Tetris? Oh, sch***. Ja, okay. Wer ist Mark? Oh, der Salmon One. Er ist Berg, aber das verwirrt mich jetzt etwas um die Mr. Bear-Theorie. Das ist etwas seltsam. I mean, wir helfen noch den Mini-Samonin. Wie kann es denn jetzt sein, dass wir dann andere töten? Hä? Oh nein. Neue Bosse? Ich hoffe, wir sterben nicht. Ein UFO. Oh. Oh. Yo, what the f... Ein Boss-Fight? Oh nein. Ich hoffe, ich kriege gute Teammates.
Oh nein, das sieht jetzt schon nicht so gut aus hier. Ein Big Run? Jo, das könnte interessant werden, auch wenn ich nicht genau verstehe, was das hier ist. Oh, der Story Mode! Sieht etwas aus wie Octo Expansion vom Gameplay her. Das könnte aber nice werden. DJ Octavio ist auch wieder dabei. Immerhin nicht Perla und Marina, die dabei sind. Wow, es gibt mal wieder eine Mailbox. Ich kann mir schon denken, was die Leute da reinmalen werden. Man kann sogar verbesserte Fotos machen. Man kann sogar jede Map immer ausprobieren. Ja, das ist gut zum Trainieren. Und Splatnet. Ja, mal sehen, ob ich das benutzen werde. Oh, Amiibos! Jo. Oh, sie tappt auch schon wieder. Wow, neue Amiibos! Weil da heißt es, ich muss wieder neue sammeln. Updates! Wow, 2 Jahre lang immer Updates. Okay. Sogar neue Waffen. Bitte gibt den Splatana eine bessere Spezialwaffe oder so, das wäre nice. Oh, ein DLC. Weil sind das etwa Perla und Marina? Nein, bitte nicht. Bleibt klar. Hä? Was ist das denn? Oh, wer ist das? Warum steht sie so cool? Warum ist da der MLG-Sound? Okay. Warum reden die so edgy? Wer ist das? Oh, sie hat einen Fächer, das ist voll nice. Yo! Sie hat eine große Stimme. Okay, den werde ich auf jeden Fall lieber zuhören als... Ihr wisst schon. Hm, was ist das? Was? Yo. Yo, what? Oh, das sieht ja übelst sick aus. Es ist so im asiatischen Style, das ist übelst geil. Übelst geiler Song. Nintendo, nimm mein Geld! Okay, Splatfest, wie immer. Nice. Drei Teams? Ich glaube, die meisten werden immer zum Mantarochen jetzt reingehen. Ey, yo, what the f... Drei Teams? Yo. Okay, das wird ein Chaos. Wie soll das dann Splatoon 4 werden, wenn das irgendwas rauskommt? Sind das dann 4 Teams? Ja, okay, das ist eine nice Idee. Ja, den höre ich garantiert lieber zu. Jo, neues Splatfest am 27. Jo, das könnte nice werden. Ich werde versuchen, das aufzunehmen. Mal sehen, ob ich das schaffen werde. Das ist hier vielleicht irgendwie mit Aioli und Limone verwandt, weil die haben irgendwie dieselben Augen. Die haben eine wirklich geile Ankündigung. Das ist auch eine bessere Verabschiedung. Hey, was sage ich, wie ich insgesamt diese Direct fand? Nice! Vergesst außerdem nicht, am 27. oder am 28. oder so auf meinen Kanal zu gucken. Also, wegen dem Event.